Saugeil. Jetzt wird vielleicht einer sagen, Telekom-Jingle mit Alphörnern, das ist ja ein bisschen albern. Aber das passt. Das Alphorn ist das Handy der Vorzeit. Früher haben sich die Elbler von Berg zu Berg, von Alpe zu Alpe mit dem Alphorn unterhalten. Wir sind heute in Balderschwang, der Gemeinde mit dem höchstgelegenen Ortskern in Deutschland. Wir feiern hier den Abschluss des Breitbandausbaus und es war echt ein einzigartiges Projekt. Wir haben 24 Kilometer Glasfaser durch eine der schönsten Landschaften Deutschlands gezogen, die Allgäuer Alpen. Man kann durchaus von einem Jahrhundertprojekt sprechen, weil hier pflügst du nicht alle paar Jahre lang. Das ist eine Landschaft, die besonders schützenswert ist. Und deshalb hat der Naturschutz bei diesem Projekt auch eine wichtige Rolle gespielt. Anfang 2018 wurden Gespräche mit den Gemeinden und den Eigentümern entlang der Trasse aufgenommen. Ämter wie Wasserwirtschaft, Naturschutz und Forstwirtschaft mussten zustimmen. Ein landespflegerischer Begleitplan wurde erstellt. Der Ausbautrupp bewegte sich in Schritttempo durch die herrliche Landschaft. Einer der Bagger war mit einem Kabelpflug ausgestattet. Über weite Strecken konnte das Leerrohr für das Glasfaserkabel eingepflügt werden. Für Natur und Umwelt eine besonders schonende Methode. Die gezogene Furche wächst in wenigen Wochen wieder zu. Der Abschlussbericht zur Umweltbaubegleitung kam zum Schluss, dass aus Sicht der Umweltbegleitung der Eingriff in Natur und Landschaft während der Bauphase minimiert wurde. Das Stadel da hinter mir, das ist unsere Betriebsstelle. Da kommt das Glasfaserkabel an von Sonthofen. Ich kann euch das mal hier zeigen. Hier hinten ist Sonthofen und hier wurde die Glasfaserleitung langgeführt bis nach Balderschwang. Das hatten wir auch noch nie. Unser Breitbandausbau wird heute gesegnet. Hintergrund ist, dass hier einer der wichtigsten Kunden, die wir haben, das Radio Horeb ist, der kirchliche Radiosender, der überträgt die Veranstaltung auch. Braucht ein Radiosender eigentlich schnelles Internet? Gute Frage. Radio verbindet man eher mit Ton, Recherchieren, ein paar Nachrichten abrufen und so weiter. Das ist alles eigentlich nicht so bandbreitenintensiv. Früher haben wir unseren Uplink, also unser Radiosignal, das dann rausgesendet wird zu den weiterverbreitenden Stellen wie Astra, Media Broadcast und so weiter, über Satellit rausgeschickt. Satellitenbandbreite ist sehr teuer, deswegen musste das Signal komprimiert sein. Wir können es jetzt dank Internet, dank Breitband unkomprimiert rausschicken. Ist immer noch nicht der Breitbandkiller, muss man dazu sagen. Audiosignal ist da immer sehr praktisch, aber wir senden inzwischen auch Video. Wir machen Film, genau hier in der Kirche, wo wir gerade stehen. Und dafür brauchen wir natürlich deutlich mehr Bandbreite. Und vor allen Dingen muss die Leitungsqualität gut sein. Also Audio verzeiht vieles mit Multistreaming und so weiter, Video kaum. Da reißt schnell mal der Videostream ab, deswegen brauchen wir eine verlässliche, breitbandige Leitung. Dazu kommt, dass wir über das Full-HD-Format, was wir jetzt senden, hinaus bald in 4K gehen wollen. Da sind wir dann schon bei mindestens 50 Mbit Upload und da geht es jetzt ohne die Telekom-Leitung nicht mehr. Wir sind jetzt hier in der Kirche von Balderschwang. Das ist aber eigentlich auch so eine Art Studio. Ja, die Kirche ist tatsächlich ein Studio. Wir haben vor gut 2,5 Jahren hier angefangen, die Kirche komplett zu sanieren. Aufgrund des Bauwerks und haben die Gelegenheit genutzt, um von Radio Horeb, wir haben das Studio hier gleich so 100 Meter nebenan, die Kirche anzubinden. Wir machen ja christliches, katholisches Programm, deswegen übertragen wir gern Gottesdienste jetzt aus dieser schönen Umgebung hier. Wir haben tatsächlich die Kirche da in diesem Zuge in ein Radio- und Fernsehstudio praktisch verwandelt, mit 48 Glasfasern, vielen Kupferleitungen an unser Medienhaus angebunden und können jetzt besonders mit der neuen Leitung von der Telekom natürlich mit Vollpower hier raus senden. Balderschwang ist mit knapp 400 Einwohnern die zweitkleinste Gemeinde in Bayern. Sie ist aber sehr langgestreckt. Deshalb haben wir neben normalen MFGs, die wir einsetzen, die großen grauen Kästen am Straßenrand, auch sogenannte Mini-Emsans eingesetzt, wie diesen hier. Die Mini-Emsans kommen zum Einsatz, wenn die Personenzahl, die man damit versorgt, halt sehr, sehr gering ist. Wir haben hier pro Quadratkilometer 9 Einwohner. Zum Vergleich, in München sind es 4.700. Aber Balderschwang wächst, von Landflucht keine Spur.
Deshalb haben wir hier auch das Neubaugebiet mit einem Glasfasernetzverteiler ausgestattet. Der ist jetzt noch nicht beschalten, weil hier wird ja noch gebaut. Aber in der Betriebsstelle, da steht eine OLT, ein Optical Line Terminal. Und das brauchen wir, um Glasfaser bis ins Haus zu produzieren. Also, Balderschwang ist FTTH ready. Hier sieht man übrigens bis in die Schweiz, der weiße Berg da hinten. Das ist die Schweiz. Im Zuge des Breitbandausbaus haben wir dann auch noch unsere Mobilfunkanlage hinten auf dem Gelbhansekopf mit Glasfaser angebunden. Dafür haben wir das Glasfaserkabel von Balderschwang über 2,4 Kilometer auf den Berg verlegt. In der zweiten Jahreshälfte wird die Station dann auch noch mit der neuen Single-RAN-Technik ausgestattet und dann ist Balderschwang auch noch 5G-ready. Das war jetzt das vierte Mal, dass wir aus Balderschwang berichtet haben. Das erste Mal über eine Richtfunkstrecke, die wir auf dem Nebelhorn aufgebaut haben, um die Gemeinde hier zu versorgen. Das andere Mal waren wir bei Radio Horeb zu Gast gewesen und dann hatten wir auch noch berichtet über den wahrscheinlich höchsten Breitbandausbau in Deutschland, als wir nämlich das Kabel hier über die höchste Stelle gezogen haben, bevor es nach Balderschwang ging. Jetzt ist dann leider Schluss, weil der Ausbau ist vorbei und jetzt beginnt das Regelgeschäft. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Videos. Und falls ihr nichts verpassen wollt, abonniert einfach den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn ihr mal nach Balderschwang kommt, kleiner Tipp, probiert die regionale Küche hier und vor allen Dingen den Käse. Der ist wahnsinnig lecker, sehr intensiv, kommt quasi direkt von der Kuh und den kann man sich hier sogar in Automaten ziehen, damit man auch abends immer Käse bei der Hand hat.